Das, was da so klingt, ist ein Techno Spring Drum. Entworfen und gebaut wurde das Schlagzeug von Max Kastlunger. Verwendet wurden dafür Alltagsgegenstände, die jeder andere auf den Müll werfen würde. Kastlunger hingegen funktioniert sie zu Klangkörpern um. Upcycling Music nennt der Instrumentenbauer das. Das heißt, man nimmt etwas her, ein Gegenstand, ein Objekt und tut es aufwerten zu etwas anderes. Es kann meistens zweckentfremdet werden, dass es dann nicht mehr den Sinn erfüllt, wie es zuvor war. Es wird aber nicht zerstört, es bleibt so und werden einige Sachen dazu gemacht und es wird irgendwie umgewandelt und kriegt dann eine neue Nutzung. Und bei Upcycling Music geht es eben darum, Objekte in Musikinstrumente zu verwandeln und dann eben einen schöneren Aspekt zu geben und einfach Klang dazu zu erzeugen. Seit 20 Jahren sägt, hobelt, schleift und flext Max Kastlunger an Alltagsgegenständen. Sein Instrumentensammelsurium hat er vor allem während der Corona-Pandemie erweitert. So zweckentfremdete der heute in Terlan lebende Perkussionist vor einem Jahr Sauerstoffflaschen aus den Krankenhäusern. Damit hauchte er den Oxy Bells und Bowls Leben ein. Die habe ich von einer Firma gekriegt, was eben die ganzen Krankenhäuser beliefert eigentlich. Die haben alle eigentlich Luft gegeben für viele Lungen und jetzt, weil der Klang so rein ist und so sauber, so gern, sie geben jetzt Luft für die Seele. Das war ein Stück einer Sauflasche, die sind hier aufgetragen. In einer Ausstellung im Kulturzentrum Toblach zeigt Max Kastlunger über 50 seiner Erfindungen. Und die Besucher können selbst damit spielen. Es ist eigentlich eine interaktive Ausstellung, wo man die Instrumente ausprobieren kann und darf vor allem. Ich bin nie neidisch auf meine Instrumente. Ich höre es gern, wenn Leute auch diese Klänge spielen. Man kann wirklich alles spielen und sie gehen oft auch sehr leicht zu bedienen. Also man hat so wirklich kleine Erfolgserlebnisse. Die Ausstellung ist aufgeteilt in Themenbereiche. Neben Metall spielt Holz eine große Rolle. Und zu jedem Klangkörper hat der Erschaffer eine Geschichte parat. Zum Beispiel im Hackbrett, was wir in unserer volkstümlichen Musik spielen, stammt eigentlich aus dem antiken Persien mit dem Namen Santur. Und den habe ich versucht zu bauen, in dem Fall mit einem alten Schminkstuhl aus den 30er Jahren, in Chippendale Design, habe einen Resonanzkörper eingebaut, die Seiten draufgespannt und noch mit Verzierungen mit den Meißeln eingebaut, die man auch zum Beispiel beim Gürtel der Tracht in Gardatal und Gröntal einsetzt. Habe ich versucht, alle diese Bautechniken einzubauen und eine Art Hackbrett eben ein Santur zu bauen. Egal ob alter Futterdruck, Bodenblech, Fahrradfelge oder Büffelfell. Hatte Max Kastlunger einen Gegenstand einmal in der Hand, wird er in Schwingung versetzt.